Step 2 kommt jetzt. Da haben wir das nochmal. Ja. Ich hatte noch die kleine Halterung hier vergessen. Kommt hier seitlich rein. Was gibt es zu dem Gerät noch zu sagen? Also das Gerät hat ja insgesamt 1, 2, 3, 4 Ventilatoren verbaut. Wo haben wir das EVG? Genau, hier haben wir das EVG. Das ist das Lampen-Sinnschaltgerät. Hier ist noch ein Ventilator eingebaut. Das ist der Auslassventilator. Ventilator genau zur Kühlung vom Netzteil. Einlassventilator ist ein Radiallüfter. Jo. Das zu den Ventilatoren. Konnte man vorhin nicht sehen, ich habe es gerade gezeigt. Besser sehen. Genau hier sitzen die zwei Zahnräder von der dynamischen Irisblende. Ja. So. Das Gehäuse wird hier mit drei Schrauben befestigt. Das komplette hier Teil. Was haben wir denn noch hier Schönes? Dieses kleine weiße Kirbelchen, das ist ein Temperatursensor, der unter dem Gehäuse verbaut worden ist, der die Temperatur misst. Es gibt insgesamt zwei, soweit ich weiß. Der zweite, der sitzt hier in dem Bereich hier vorne, zeige ich euch später noch. Ja. So. Das Lampenschutzgehäuse. Das kommt hier oben rauf oder hier hinter. Wird insgesamt mit 1, 2, 3, 3 Schrauben befestigt. Bei dem geht es leider nicht, weil im Gehäuse eine Verschraubung leider unten und zwar eine kleine Plastikwippe leider abgebrochen ist. Das heißt, die Schraube fest nicht mehr da unten. Ja, dann wird hier unten, da sind auch immer kleine Nasen hier drin. So ein Führungsnasen, dass man den auch richtig einsetzen kann. Ja, achso, was haben wir hier noch? Genau. Der kommt hier seitlich an dem Lampengehäuse. Das ist die, weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Das ist eine Sicherung. Kommt, glaube ich, nicht so häufig vor, aber die kann auch mal durchbrennen und dann funktioniert nichts mehr. Die ist seitlich am Lampengehäuse montiert. Die kommt hier rein. Kann man auch schön prüfen. Hier hinten ist extra so eine Öffnung gemacht worden, wenn man diese Blende hinten abschraubt.
Dann kommt man an das Führungsloch ran. Und dann kann man schön mit dem Schraubenzieher hier durchgehen. Und dann kommt man vorne raus, genau da, wo das befestigt ist, wo eine Schraube ist. Die schraubt man dann ab. Und dann kann man das vorsichtig nach vorne klappen und dann kann man kurz mal einen Blick drauf werfen, ob die Sicherung noch heile aussieht oder durchgeknallt ist. Ja. Das dazu. So, was machen wir jetzt weiter? Jetzt machen wir weiter hier. Schön von innen die Schraube, dann kann man den schön zusammenschrauben. So, jetzt ist die Sicherung dran. So. Bevor war das EVG, jetzt haben wir so Bevor wir den einsetzen, müssen wir das vordere Schutzgehäuse, und hier haben wir auch unseren zweiten Temperatursensor, da ist er eingebaut, der zweite Temperatursensor. So, das ist das Schutzgehäuse, wo das Netzteil abgedeckt wird. Auslasskanal, Lüfterauslasskanal, ja. Der kommt hier von unten rein. Wie gesagt, ein Kabel fehlt leider, ein Kabel, was vom EVG zum Netzteil ja noch geht. Kommt ein Stück hier drüber, über das Gehäuse rüber. So. Der sitzt jetzt wieder drin, ja. Hier mit zwei Schrauben. Hier ist dann auch so ein Massekabel dran befestigt. Sitzt, ja. So, Schraube 1. Schrauben aus. Ne? Die Schrauben gehen mir langsam aus. Ja, aber bei dem einen Gerät waren leider nicht alle Schrauben, alle richtigen Schrauben vorhanden. Da hat einer schon mal ein bisschen rumgefuschelt.
Tja. Deswegen ist immer gut, einen Magnetschraubenzieher dabei zu haben, wenn mal so eine Schraube reinfällt. Der hält leider nicht so gut. Hier eine Schraube, wo das Massekabel mit dran ist. Hier eine Schraube und das Gehäuse ist erstmal fest. Und es kommt noch eine einzige Schraube für das EVG. Das ist hier drin. Die fehlt mir jetzt momentan. Nicht. Na gut, ist ja ein Schrottgerät. Weiter. Oh, ich habe ja hier noch eine. Doch, hier ist noch eine. Sehr schön. Ich nehme mir aber die zwei Schrauben. Oh, egal. So. Ja, dann ist das Gerät schon fast wieder komplett, wa? Achso, ja. Lüftergitter. Kleine Lüfterblende vorne. Das ist auch so eine kleine Führungsnase. Die wird da aufgesteckt. Der hat ja auch zwei kleine Befestigungsnippel hier dran. So, so muss das Kabel auch draußen schauen. Das habe ich gerade gesehen, das Gehäuse hat ja schon einen kleinen Riss. So, das. Dann kommt so eine Abdeckung, flexible Kunststoffabdeckung, die kommt einfach hier rüber geschoben. Okay, wir müssen kurz einen Step machen.